Sie war mutig, stark, hat sich für andere eingesetzt und ist leider selber viel zu früh von uns gegangen. Im jungen Alter von gerade mal 41 Jahren ist Miriam Pielhau am Dienstag, den 12. Juli, an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. 2008 erhielt sie die Diagnose Brustkrebs, den sie erfolgreich bekämpfen konnte. Schon damals setzte sie sich stark für Krebserkrankte und Stiftungen zur Vorsorge ein und zeigte sich zu Tränen gerührt empathisch für ihre Gleichgesinnten, wie hier beim Felix Boda Award 2015. Ich sag's jetzt einfach, es ist für mich gar nicht so leicht, zu diesem Thema heute hier zu stehen. Nein, nein, ich stehe nicht im Mittelpunkt, darum geht es nicht, sondern es ist sehr emotional. Krebs macht Angst. Krebs macht furchtbar Angst. Und ich weiß, dass Petra mittendrin steckt. Sie hat den Kampf noch nicht geschafft, aber ich nehme das jetzt einfach vorweg. Sie werden das schaffen. Wer es schafft, so eine Initiative auf die Beine zu stellen, während er mittendrin steckt, der schafft auch das. Doch ihre Erkrankung kam nach einigen Jahren zurück. Und diesmal war die Diagnose für die Moderatorin unheilbar. Sie hat für andere mitgefühlt und wollte helfen. Am Ende ist sie leider selbst dem Kampf gegen den Krebs erlegen und hinterlässt eine 4-jährige Tochter. Sie war eine starke und liebevolle Frau und wird uns und ihren Angehörigen mit Sicherheit auch für immer als solche in Erinnerung bleiben.